Guten Abend. Na, alles in Ordnung? Danke, ja. Angenehmer Flug, nicht wahr? Guten Abend, Sir. Sitzen Sie bequem, wenn Sie irgendwas brauchen. Dankeschön. Nur sagen. Wenn Sie was zu lesen wünschen. Dankeschön. Ach so, Sie haben. Ja. Wie ist denn das Wetter in London, Captain? Recht gut nach unserer letzten Meldung. Leicht bewölkt, aber trocken. Na, wenigstens etwas. Wir könnten davon jetzt mal einen anständigen Kaffee brauchen. Über Montpellier sind wir gerade. Aber wir willen 5 Minuten. Dann sind wir ja zu früh. Eine halbe Stunde. Kontrolle London, Golf Echo Bravo. Überfliegen Biggin. Höhe 1800. QNH. Was ist denn das? Golf Echo Bravo, verstanden. Gehen Sie um 302 nach Backbord. Verringern Sie Höhe auf 1000 Meter. QNH 1012. Bitte geben Sie Ihre vollen Rufzeichen. Golf Alpha Zulu Echo Bravo. Verringern Flughöhe von 1800 Meter auf 1000 Meter. QNH 1012. Danke, verstanden. Schalten Sie auf ILS und rufen Sie Kontrollturm 117-8 bei Sicht. Sie sind Nummer 1 im Landekorridor. Echo Bravo, verstanden. Das kann doch nicht Golf Echo Bravo sein. Das ist unmöglich. Golf Echo Bravo, Rollbahn kommt in Sicht. Golf Alpha Zulu Echo Bravo, klar zur Landung auf 28. Bodenwind 26012, Parkposition C. Guten Abend, Sir. Na, was ist denn los gewesen? Na, wir hatten Rückenwind. Und deshalb gleich so ein Empfangskomitee. Wir sind doch bloß 30 Minuten zu früh gelandet. 30 Minuten zu früh, nennen Sie das? Was haben wir heute für ein Datum? Den 11. Den 11. Juli schreiben wir. Ich verstehe das Ganze nicht. Sie sind nicht 30 Minuten zu früh, sondern 6 Tage zu spät. Heute ist der 17. Juli und nicht der 11. Also haben Sie Verspätung, und zwar genau 6 Tage. Theater, was die hier mit uns machen. Sowas gibt's doch gar nicht. Bitte? Guten Abend, Sir. Guten Abend. Also, warum haben wir keine Meldung bekommen? Wo sind Sie gelandet? Wir sind nirgends gelandet. 6 Tage und Nächte, ohne einmal aufzutanken? Entschuldigung, aber wer ist hier verrückt? Golf Echo Bravo ist seit 6 Tagen überfällig. Passagiermaschine vermisst? Verstehst du das? Wir sind doch aber hier. Sehen Sie mal aufs Datum. Die ist vom 11. und heute ist der 17. Dann sind wir wohl in die Erdumlaufbahn geschossen worden, was? Die Sache ist bitter ernst, Captain. Dann darf ich wohl um eine Erklärung bitten. Für uns war das ein vollkommen normaler Flug. Nun, das wird man ja dann Ihrem Bordaufzeichner entnehmen können. Ich bitte mal darum. Hol ihn.
Ist mein Wagen draußen? Ihr Wagen? Wir haben Sie für tot gehalten. Na, reizend. Und warum sind Sie dann hier? Weil die Part mit S benachrichtigt worden ist, als sich Ihre Maschine gemeldet hat. Da hat man mich gleich hergehetzt. Was hat das mit der Abteilung zu tun? Sie sind seit 6 Tagen überfällig. Hören Sie mal, wir sind eine halbe Stunde zu früh gelandet. Mr. Cerezo, dürfte ich Sie bitten, einen Augenblick mitzukommen? Bitte, was ist denn? Die Herren von der Flugsicherung hätten ein paar Fragen an Sie. Wenn es nicht so lange dauert. Hast du auch schon von diesem Unfug gehört, Charles? Ja, es ist doch geradezu absurd. So scheint es, aber wir müssen rauskriegen, was dahinter steckt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten, Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen können. Mhm. Tut mir leid, aber ich kann Ihrer Theorie in diesem Fall nicht zustimmen. Das wird wohl schwerlich jemand können. Aber wie das auch zusammenhängt, ich muss jetzt erstmal in die Stadt. 6 Tage, da hat man was aufzuarbeiten. Tja. Es muss doch irgendeine vernünftige Erklärung dafür geben. Haben Sie geschlafen? Ganz kurz vielleicht. Erinnern Sie sich, was davor gewesen ist? Bevor ich eingeschlafen bin? Mhm. Wir waren gerade über Rom. Und als Sie wach geworden sind? Irgendwo über Frankreich. Aber ich kann jetzt nicht nachdenken darüber, ich bin zu müde. Morgen vielleicht. Müde können Sie doch nicht sein, wenn Sie über 100 Stunden geschlafen haben. Danke. Als ich heute früh aufgewacht bin, habe ich gedacht, ich habe das geträumt. Wenn er die Maschine nicht geflogen hat, wie er sagt, und Sie auch nicht, wer dann? Ich weiß es wirklich nicht. Sie dürfen es mir glauben. Haben Sie vielleicht auch geschlafen? Also schön, das wird mich zwar meine Lizenz kosten. Ja, ich bin eingedöst. Na und? Es war kurz nach Rom. Da habe ich auf automatische Steuerung geschaltet und über Frankreich bin ich wieder aufgewacht. Nach 6 Tagen? Tja, so hört man. Und sonst ist Ihnen nichts Besonderes aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Was war mit den Passagieren? Kann ich Ihnen nicht sagen. Da fragen Sie am besten die Stewardess. Hier, das war das Menü. Wir kriegen immer alles in geschlossener Verpackung geliefert. Ist noch was davon da? Mhm, und das Übriggebliebene auch. Da habe ich ja richtig Glück gehabt. Denken Sie denn, da sind Betäubungsmittel drin? Warum nicht? Und warum ja? Wer hätte denn einen Vorteil davon gehabt? Unterlagen von größter Bedeutung. Wann haben Sie die Papiere zuletzt gesehen? Während des Fluges, sie waren in meiner Aktentasche. Worum handelt es sich im Einzelnen? Es war die chemische Formel für eine neue Kunstfaser. Und Sie irren sich nicht vielleicht? Die Papiere sind mir gestohlen worden. Und wenn sie nicht gefunden werden, wird meine Gesellschaft klagen, das sagte ich bereits. Nicht ein Wort davon ist wahr. Wenn ich an eine Formel für eine Kunstfaser rankommen will, dann mache ich es doch nicht so umständlich. Ja, 6 Tage, um eine fremde Aktentasche aufzumachen. Experten waren das. Das finde ich auch. Gut, danke für Ihren Anruf. Der Treibstoffverbrauch entspricht dem eines normalen Fluges. Da hat doch inzwischen niemand was manipulieren können. Das werden wir erst nach unserer Analyse genau wissen. Wenn es ein neuer Düsenbomber gewesen wäre, das könnte man verstehen. Aber dieser Typ, der seit Jahren serienmäßig gebaut wird, was soll das? Sicher, da haben Sie schon recht. Aber Sie hatten es ja nicht auf die Maschine abgesehen. Auf einen Passagier? Mhm. Gehen wir doch mal die Liste durch. Irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten? Mhm. Da hätten wir Sir Curtis Cerezo, der ist beim... Da bin ich im Bilde. Hm. Sir Charles Hallett? Mhm. Hat, so viel ich weiß, was mit dem Außenministerium zu tun. Er ist einer der wichtigsten Männer. Ich habe Ihnen bereits alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Aber ich... Ich weiß, dass man nicht an der Maschine interessiert war. An den Passagieren? Vermutlich an einem.
Aber doch nicht an mir. Oder an Sir Soretze. Sie waren die beiden einzigen Prominenten. Tja, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Trotzdem weiß ich nicht recht, wie ich Ihnen da weiterhelfen kann. War noch jemand an Bord, den Sie gekannt haben? Mhm. Wer war denn das? Dienstgeheimnis, tut mir leid. Dafür kriege ich die Genehmigung. Kürzen wir das ab. Walsham. Walsham? Ja, er ist zwar Geschäftsmann, aber er arbeitet auch als Agent für uns. Wussten Sie vorher, dass er mitfliegen würde? Nein, das habe ich nicht gewusst. Und wir haben uns auch nicht gekannt, das erübrigt sich wohl. Außer ihm noch jemand? Nein, Sie müssen mich schon entschuldigen. Ich weiß gar nicht, was mit meinem Arm los ist. Kriege ich da Rheuma? Ach, darf ich mal sehen, Sir? Ich danke Ihnen, Captain. Und jetzt Sie bitte, ja? Wie ich mir das gedacht habe. Wo ist Ihr Navigator? Hm? Ich hole ihn gleich mal. Ja. Ja, danke, das genügt schon. Genau dasselbe. Tja, damit hätten wir es dann. Fehlt nur noch Stevens. Nicht reingehen jetzt, dieser Bursche ist gerade dabei. Ach, Stevens, könnten Sie mal eine Sekunde kommen, ja? Aber auch zwei. Also keine Zigaretten, habe ich gleich. Bin gerade eingetrudelt. Na, dann trudeln Sie mal hier rein. So, ziehen Sie bitte Ihre Jacke aus. Wie darf ich denn das verstehen? Zeigen Sie mir Ihren Arm. Was denn, Arm? Ja, Ihren Arm. Stehen bleiben! Da fahren Sie schon. Es ist leider was dazwischen gekommen. Ich muss zu einer Konferenz nach Paris. Dann komme ich bis zum Flugplatz mit. Wie Sie wollen. Fahren Sie, Benson. Sie sagten, auf dem Flug wäre alles normal verlaufen, bis Rom. Ja, und der Start auch noch. Aber dann sind wir alle eingeschlafen. Ja, mit einer Ausnahme. Das war der Navigator. Aber der holt das Versäumte jetzt nach. Inwiefern? Der wird nicht mehr munter. Ermordet? Ganz brutal. Hm. Überlegen Sie mal, hat es was zu trinken oder zu essen gegeben, kurz nach dem Start? Ja, Abendessen.
Und Sie glauben? Sehr wahrscheinlich. Wir untersuchen das gerade. Können Sie sich sonst an irgendetwas erinnern? Ja, aber nur ganz verschwommen. Ich weiß nicht mal, ob es ein Traum gewesen ist oder... Erzählen Sie mal. Eine Trage sehe ich. Und sowas wie ein Krankenzimmer. Ist ja ein recht aufschlussreicher Traum. Noch mehr? Ja. Und zwar eine Schwester, eine Krankenschwester ist auch dabei gewesen. Und diese Schwester war die Stewardess. Bitte warten Sie hier. Sie werden dann über Lautsprecher zur Pass- und Zollkontrolle aufgefordert. Bedanke mich. Also demnach war die Droge nicht in der Originalverpackung, sondern wurde später dazugetan. Ich danke Ihnen sehr. Sir Rezza hat seinen Flug zuerst gebucht. Dann Hallett, dann Walsham. Wenn irgendjemand an einem von den dreien interessiert war, dann hat er vermutlich nach Ihnen gebucht. Ja, das wäre ein Anhaltspunkt. Wie viele standen denn noch nach Ihnen auf der Liste? Zwei. Stefan Borovic und André Duret. Die beiden sind in Rom zugestiegen. Was sind denn das für Typen? Interpol kennt sie nicht. Ich habe da ein paar Querverbindungen. Dafür bist du berühmt. Ein paar Jungs von der Zeitung, danke. Klatschkolumnisten, die überall ihre Nase drin haben. Und was sagen die? Stefan Borovic ist Lette und nicht nur das. Er ist auch Düsenpilot. Er hat vor Jahren mal eine Bruchlandung gebaut. Hätte er nicht tun sollen. Und was ist mit diesem André? Er war dabei. Abflug Pan American 430 nach Rom und Kairo. Alle Passagiere werden gebeten, sich durch Ausgang A zur Pass- und Zollkontrolle zu begeben. Ja, Jason? Borovic und Darris. Und Borovic ist früher selbst als Pilot geflogen. Ja, so habe ich mir das gedacht. Das war's. Eines der Grundübel der Wissenschaft ist, dass sie sich zu wichtig nimmt. Wissenschaft als Selbstzweck sozusagen. Die kann auch mit praktischen Erfolgen aufwarten. Kaum zu glauben. Der Schmutz an der Unterseite des Flugzeugrumpfes enthält roten, vulkanischen Staub. Erstaunlich, ja. Und er stammt weder aus Karachi noch Rom, noch irgendwoher, wo die Maschine offiziell gelandet ist. Dann brauchen wir nur noch einen Flugplatz mit rotem, vulkanischen Staub zu suchen. Nein, denn ich habe ihn schon gefunden. Vor dir kriege ich Angst. Hier, das ist Albanien. Das müssen Sie überflogen haben. Albanien liegt leider etwas östlich von Rom. Das ist eine geografische Tatsache, die nicht zu übersehen ist. So, weit östlich liegt es nun auch wieder nicht. Du meinst, sie sind von Rom aus zurückgeflogen? Nach dem Schmutz zu urteilen? Aber warten wir doch am besten die Funkbänder aus Rom und Mailand ab. Die Frau hat ja Ideen. Ich habe die Bänder angefordert, sind schon unterwegs in ihr Büro. Vielleicht bringt uns das einen Schritt weiter. Also immer noch keine Spur? Eine sehr vage. Borovic, einer von den Passagieren, ist Düsenpilot. Borovic? Der Mann, der in Rom zugestiegen ist? Ja, der wird uns einiges zu erklären haben. Leider zu spät. Was soll denn das heißen? Der fliegt gerade ab. Ich habe ihn eben draußen gesehen. Bitte anschnallen. Sie auch, bitte. Kontrollturm. Augenblick mal. Ist November 3 schon weg? In Startposition. Stoppen! Mr. Darris, Mr. Borovic? Was steht zu Diensten? Ihre Pässe stehen zu Diensten. Die sind doch bereits kontrolliert worden. Und jetzt kontrollieren wir sie nochmal. Dankeschön. Ja. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Ach, Kinder, was soll denn das wieder? Golf Echo Bravo, startfrei für Sie. Golf Echo Bravo, danke, verstanden. Das ist seine Stimme, das ist Captain Carter. Golf Echo Bravo, Aufstieg bei 1847. Kontakten Sie Kontrolle Rom auf 124. Golf Echo Bravo, danke, verstanden. Arrivederci. Flugkontrolle Rom. Hier Golf Echo Bravo. Gehe nach Anweisung auf 2000 Meter. Amber geschätzt auf 1 Bravo 24. Bitten um Flughöhe 280. Was soll denn derartige Routine durchsagen? Jetzt kommt ja erst das Entscheidende. Clipper Golf Echo Bravo passiert Elba bei 07. Flughöhe 280. Amber geschätzt auf 1 Alpha bei 14.
Golf Echo Bravo, haben verstanden. Kontrolle Mailand übernimmt Sie auf 132-9. Bitte bleiben Sie auf Empfang. Golf Echo Bravo, haben verstanden. Warten auf Mailand. Das war die letzte Meldung, danach war sie vermisst. Es hat keine Funkverbindung mit Mailand gegeben. Woraufhin wollen Sie sie festhalten? Sie haben doch keine Beweise. Jedenfalls lasse ich sie nicht aus den Fingern. Wird mir schon was einfallen. Sagen Sie, haben Sie ein Tonbandgerät? Aber ja. Das brauchen wir. Ich möchte die Stimmen von den beiden aufnehmen. Ist das hier bei Ihnen im Büro möglich? Bitte alles, was Sie wollen. Ich störe Sie auch gar nicht. Das ist nett von Ihnen. Ach, dann schicken Sie mir doch gleich mal Darius rein. Mache ich. Ja, bitte. Ich protestiere. Ich habe alles gesagt, was Sie zu sagen haben. Es ist da noch eine andere Frage zu klären. Mhm. Einem der Passagiere sind aus der Aktentasche Dokumente abhanden gekommen. Ach, und da haben Sie mich im Verdacht? Wer ist denn dieser Passagier? Ein Mr. Walsham. Kennen Sie ihn? Nein, nie gehört. Und gestohlen habe ich auch nichts. Wir müssen der Sache aber nachgehen. Es wird nicht lange dauern. Ich bin doch nicht etwa verhaftet. Aber kein Gedanke. Sie dürfen sich frei bewegen, aber nur innerhalb Großbritanniens. Das ist also Ihre berühmte Freiheit. Ist doch auch nur ein Polizeistaat hier und nichts anderes. Was war denn um Gottes Willen? Sie haben uns doch tatsächlich die Pässe abgenommen. Dann wissen Sie Bescheid. Sie suchen nach den Papieren, die Walsham angeblich gestohlen worden sind. Das ist nur ein Trick, um uns festzuhalten. Wo ist Borowitsch? Sie nehmen sich jetzt vor. Ich muss wissen, was dabei rauskommt. Aber... Sie haben Darius und Borowitsch aus der Maschine geholt. Irgendein Vorwand, gestohlene Papiere oder sowas. Ja, die Pässe haben Sie ihnen auch abgenommen. Da Sie nun schon mal hier sind, würde ich mich mit Ihnen ganz gern über diese mysteriösen 6 Tage unterhalten. Tja, dazu werde ich Ihnen leider nichts Neues mitteilen können. Aber ich Ihnen vielleicht. Die Maschine konnte ja nicht selbsttätig irgendwo landen. Sie wurde gesteuert von einem erfahrenen Düsenpiloten. Und? Sie waren der einzige Passagier mit einer solchen Erfahrung. Das ist doch kompletter Irrsinn. Wenn Sie im Ernst glauben, dass wir haben uns sehr eingehend mit Ihnen beschäftigt. Wir wissen, dass Sie Pilot sind. Da irren Sie sich aber sehr. Ich habe mit der Branche nichts zu tun. Ein Pilot Borowitsch ist vor 2 Jahren im Baltikum abgestürzt. Der Name Borowitsch ist nicht ganz selten. Das muss ein anderer gewesen sein. Na, merkwürdig. Ein Darius war damals auch dabei. Zwei Leute, die mit Ihnen zusammengeflogen sind, werden gerade verhört. Dann schicken Sie die mal schnell wieder nach Hause. Die Papiere haben sich angefunden. Sagen Sie das, Sullivan. Was soll er mir sagen? Ach, die Papiere haben Sie angefunden. Ich habe Ihnen da ganz unnötig Arbeit gemacht. Sie waren in der anderen Tasche. Da haben Sie ja Glück gehabt. Tut mir sehr leid für die beiden Herren. Das kann vorkommen. Na, wenn Sie sie freilassen, können Sie Ihnen vielleicht mein Bedauern mitteilen. Werde ich gern tun, falls ich sie freilasse. Ach, haben Sie wie in der anderen Sache irgendwelche Beweise? Möglich. Nun ja, das geht mich natürlich nichts an. Ich darf mich dann verabschieden. Und nochmals nichts für ungut. Aber ich bitte Sie... Haben Sie zufällig eine Maschine frei? Golf Echo Bravo. Na, passt ja großartig. Vielleicht mit Captain Carter? Auch das. Wo wollen Sie denn hin? Nur ein Testflug. Dann gebe ich Ihnen noch einen Co-Piloten mit. Nein, danke. Das ist überflüssig. Golf Echo Bravo, haben abgehoben. Danke. Fliegen Sie nach Anweisung weiter. Flughöhe 2000. Golf Echo Bravo, danke. Passieren jetzt 5-0. Wollen Sie mir nicht endlich erklären, was das Ganze soll? Sie werden schon dahinter kommen.
bei 20.0, was mache ich da? Sie fliegen weiter. Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Weiter. Hey, was ist denn jetzt los? Jetzt werden Sie übernehmen. Kann ich nicht, sind Sie wahnsinnig geworden. Ich sag Ihnen doch, ich habe keine Ahnung vom Fliegen. Na, dann haben Sie Pech gehabt. Nein, nein. Darauf falle ich nicht rein. Das ist zu durchsichtig. Sie würden ihn doch nicht umbringen. Auf den kommt's nicht an, es geht um viel mehr. Los, Mann, wachen Sie auf. Nun kommen Sie mal langsam wieder zu sich. Sie müssen wirklich verrückt sein. Wir sind alle geliefert. Sie, aber ich nicht. Ich steige aus. Hey, aufwachen! So schlimm war das doch wohl nicht. Na komm schon, komm! Aufwachen, los! Wenn Sie wirklich abspringen wollen, dann aber jetzt, bevor es zu spät ist. Carter, was machen Sie denn? Entweder er hat tatsächlich keine Ahnung vom Fliegen oder bessere Nerven als ich. Aber um das festzustellen, haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ganz ruhig, gleich kommt ein Krankenwagen. Wissen Sie, wer es war? Ein Freund. Hat wahrscheinlich gedacht, Sie haben ausgepackt, was? Sie hatten vorhin recht. Ich habe wirklich bessere Nerven als Sie. Aber das hat mir letzten Endes auch nichts genützt. Aus. Haben Sie gesehen, wer es war? Nicht aus der Nähe, aber ich tippe auf Walsham. Soll ich mit den Tatsachen den Computer füttern? Der hat einen schwachen Magen. Jason werden Sie besser bekommen. Walsham ist britischer Agent und ist der Passagier, der direkt nach Hallett gebucht hat. Ja, das wissen wir schon. Und dieser ganze Wirbel mit den gestohlenen Papieren, die waren nur ein Ablenkungsmanöver. Dass er sofort stoppt, als er hört, dass wir Darius und Borowitsch vorhaben. Und wenn deine Sehkraft noch nicht nachgelassen hat, hat er Borowitsch erschossen, damit wir nicht aus ihm rausquetschen können. Und? Was soll denn die Frage? Walsham ist Doppelagent. Wir wollen doch weiter logisch bleiben. Wir wissen wer. Borowitsch ist der Pilot, Stevens ist der Navigator und alle übrigen sind im Dauerschlaf. Fantasterei. Deine Kombination, ja, die ist absolut unwissenschaftlich. Absolut überzeugt. Und was ist mit der Stewardess? Sie hat die Drogen mit dem Essen eingegeben. Aber sie hat doch auch einen Einstich gehabt. Hat sie sich selbst beigebracht. Und warum das? Vielleicht gewarnt worden? Ja, das ist allerdings möglich. Carter sagt, sie ist Walshams Freundin. Bleiben wir doch bei der Sache. Wir kennen die Täter oder wenigstens ein paar davon. Und wir wissen noch wie. Zwischen Rom und Turin entführt und nach Albanien zurückgeflogen. Weil die entscheidende Frage offen bleibt, nämlich warum. Ja, am Apparat. Das gibt's doch wohl nicht. Wer hat das veranlasst? Na, das ist ja herrlich. Danke. Was ist denn? Anweisung vom Außenministerium. Darius und Borowitsch bekommen sofort ihre Pässe zurück. Na, welcher Idiot hat denn wohl sowas angeordnet? Sir Charles Hallett. Lassen Sie mich mit diesem Mann zufrieden. Was haben Sie gegen ihn? Seinetwegen ist die Pariser Konferenz geplatzt. Wie das? Vor 6 Monaten hat die britische Regierung sich bereit erklärt, Experten für Bewässerungsfragen nach Kambodscha zu schicken. Jetzt nimmt sie die Zusage zurück. Was hat denn das mit Helle zu tun? Er ist der verantwortliche Mann. Dann werden Sie Ihre Fachleute woanders hernehmen. Selbstverständlich werden Sie das. Aus dem Ostblock wahrscheinlich. Mhm. Im Folgenden eine Aktennotiz an den Minister, streng geheim. Aufgrund von Informationen meiner Agenten sowie meiner eigenen Beobachtungen in Schikabad ist klar erwiesen, dass die von uns geleistete Wirtschaftshilfe in private Taschen abwandert. Die gesamte Regierung ist korrupt. Man rechnet in Kürze mit einem Umsturz. Eine Politik unsererseits, die ein so in Misskredit geratenes Regime unterstützt, bedeutet für Großbritannien Verlust von Einfluss und Handelsvorteilen.
Ich halte es daher für meine Pflicht, Ihrer Majestät Regierung zu empfehlen, jede wirtschaftliche oder militärische Hilfe an Shikabad ab sofort einzustellen. Das geht doch nicht. Du arbeitest ja immer noch. Nicht mehr lange, hab's gleich geschafft. Du übernimmst dich. Besonders nach der letzten Reise gefällst du mir gar nicht. Ach was, das redest du dir doch bloß ein. Nein, eben nicht. Du bist überarbeitet. Das ist alles zu viel. Du bist vergesslich. Nein, ich habe zwar meinen Kopf voll, aber die Sachen, auf die es ankommt, die vergesse ich schon nicht. Oh, was ist denn das? Du erzählst mir was von Vergesslichkeit und weißt nicht einmal, dass wir heute Hochzeitstag haben. Oh. Hallo? Ja, ja, das ist erledigt. Sehr schön. Ja, ich sag André Bescheid. Er hat seine Leute bereits angewiesen, die Pässe zurückzugeben. Wann? Geh ins Hotel, sie schicken ihn dir zu. Na, hoffentlich beeilen sich die Herrschaften. Macht mich nervös, dieses Warten. Da bist du keine Ausnahme. Komm, ich bring dich mit dem Wagen. Sie kommen raus. Willst du nicht hinterher? Wir arbeiten nach Plan, denke ich. Den habe ich schon gesucht. Wer sind Sie denn? Komisch, genau dasselbe wollte ich Sie auch fragen. Was machen Sie hier? Na, dazu brauchen Sie doch wohl nicht allzu viel Fantasie. Wo ist Howard? Der musste mal wieder geschäftlich weg. Sowas verdirbt mir den ganzen Abend. Jedes Mal macht er das. Jedes Mal? Naja, das ist übertrieben, aber viel zu oft für meinen Geschmack. Sie haben ihn schon öfter hier besucht? Aber ja, ich bin alter Stammgast. Nun fallen Sie bloß nicht gleich in Ohnmacht, Herzchen. Sie wissen doch, wie er ist. Nein, weiß ich nicht. Wo wollen Sie denn hin? Weg von hier. Hoffentlich nicht meinetwegen. Ich gehe sowieso. Ich verschwinde auch. Und zwar endgültig. Das müssen Sie ja selbst am besten wissen.
Aber ich an Ihrer Stelle würde ihm noch einen Abschiedsgruß schreiben. Wissen Sie, so richtig großzügig und verständnisvoll, sowas kommt an. Er wird sich wundern. Er kennt mich noch nicht. Also dann? Ich glaube ja nicht, dass wir uns wiedersehen werden. Schade drum. Wir wären bestimmt großartig miteinander ausgekommen. So. Schreck lassen nach. Ich dachte, jetzt will mich eine Aufgabe. Keine Angst, es passiert Ihnen nichts. Oh, ich atme leichter. Immer Kavalier. Also, berichte. Seine Freundin, diese Stewardess, ist aufgekreuzt. Was sollte ich machen? Ich habe die Rivalin gemimt. Ich fürchte, ich habe eine große Liebe zerstört. Das arme Herrscher. Ist sie noch in der Wohnung? Ich habe gesagt, ein Abschiedsbrief würde sich gut machen. Können wir jetzt? Dann ist sie in der richtigen Stimmung. Und wird mir bestimmt noch einiges erzählen. Lass dir die Zeit nicht lang werden. Haben Sie in Erfahrung bringen können, was in diesen 6 Tagen passiert ist? Nein. Bitte. Dankeschön. Es muss was Merkwürdiges mit meinem Mann vorgegangen sein. Er ist vollkommen verändert. In welcher Beziehung? Ich weiß nicht, ob es nur Abgespanntheit ist oder... Er kommt mir vor wie jemand, der träumt, so abwesend. Und er vergisst manche Dinge. Auch wichtige Sachen? Soweit es meine Arbeit betrifft, könnte ich das nicht beurteilen. Zu Hause sind es bisher nur Kleinigkeiten. Bis auf heute. Was war denn heute Besonderes? Nun ja, also ich bin seine zweite Frau. Er hat gedacht, wir haben heute Hochzeitstag, aber es war der Hochzeitstag mit seiner ersten Frau. Guten Abend, Salomon. Tut mir leid, dass ich Sie erwarten lassen, aber Sie wissen... Das macht doch nichts. Würdest du uns einen Augenblick allein lassen? Aber ja? Natürlich. Also, sind Sie in der Sache inzwischen weitergekommen? Nicht wesentlich. Aber ich muss Sie warnen. So? Dieser Mr. Walsham ist ein Doppelagent. Was? Albanien hat Ihnen gefallen, sehr sogar. Meine Heimat. Interessant, aber wer sind Sie? Das würde ich gern wissen. Hat Sir Charles Sallet Ihnen Schwierigkeiten gemacht? Wie sollte er? Ich hatte ja nichts zu tun mit ihm. Und die anderen Passagiere? Die haben geschlafen. Aha. Wissen Sie, wenn wir Albanier uns einmal was in den Kopf gesetzt haben, dann sind wir eigensinnig. Dann bringt uns nichts wieder davon ab. In diesem Sinne darf ich Ihnen einen Vorschlag unterbreiten zur Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Welchen Eindruck hat Hallett gemacht? Nach der Behandlung? Na, völlig normal. Ach, wirklich? Es wäre interessant zu wissen, was man mit ihm angestellt hat. Das weiß ich im Einzelnen auch nicht. Ich bin nicht dabei gewesen. Ich bin erst später dazu geholt worden. Wer sind Sie? Kierde? Wer ist das? Das fragst du mich? Na, hör mal. Ich hab gedacht, er... Was hast du dem Kerl erzählt? Gar nichts weiter. Wir haben nur... Duschka, Schmilja. Du dummes Stück, du. Worüber habt ihr gesprochen? Das meiste hat er sowieso schon gewusst. Er hat mir gesagt, dass er dein Chef ist. Geheimdienst also. Habe ich nicht so schnell erwartet. Dann müssen wir das Feld hier räumen. Aber ohne mich. Willst du den Rest deines Lebens im Kittchen sitzen? Wäre mir jedenfalls noch lieber als ein Verhältnis zu dritt. Was soll der Blödsinn? Bitte erzähl mir jetzt bloß nicht irgendeine Geschichte. Sie war hier, als ich gekommen bin. Da gibt's nur eine Erklärung, die war auch vom Geheimdienst. Eine Agentin in Unterwäsche? Mein liebes Kind, und wenn sie nackt gewesen wäre? Du hast ein bisschen den Überblick verloren in deiner Eifersucht. Sie sind hinter uns her. Ich weiß, was gespielt wird, bin immerhin lange genug in dem Gewerbe. Na komm schon! Und was wird mit ihm? Nein, nicht. Es bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. Begreife es nicht. Bitte. Wenn du das machst, hole ich die Polizei. Hysterisches Frauenzimmer. Entschuldige. Das war wirklich nicht nötig.
Sowas passiert aber auch nur dir. Ja, Mädelchen. Sehr gut. (8467251) Kann ich Walsham sprechen? Wer ist da? Ich bin eine Freundin. Ja, Janet, jawohl. Kann ich ihm was ausrichten? Er soll mich sofort anrufen, es ist dringend. Er weiß dann schon wen. So, das hätten wir klar. Die Polizei wird ihn bald haben. Möchte wissen, was Hallett wollte. Er war es ganz bestimmt. Ich weiß es, glaube ich. Ich habe ihn vor Walsham gewarnt. Ach, hast du es ihm gesagt, warum? Weil ich auf den Busch klopfen wollte. Das hat sich aber inzwischen erledigt. Sie soll jetzt mal reinkommen. Mhm. Janet? Wirklich alles wieder in Ordnung? Ja, ja. Sie können von Glück sagen, dass Sie noch leben. Aber lange wird das Glück nicht mehr dauern. Sie sind der einzige Mensch, der weiß, was sich abgespielt hat. Wir wissen bisher nur wer und wir wissen wie. Bleibt also noch die Frage, warum? Sie wollten Hallett. Ja, aber warum diese 6 Tage? Die Umschulung hat so lange gedauert. Das verstehe ich nicht. Er hat eine Gehirnwäsche bekommen. So schweigsam? Dichtest du an deinem Roman? Hm? Entspann dich nur, ich schreibe dir das nächste Kapitel. Schön. Immer noch lag Jason King am Boden und atmete schwer. Hm. Ein nervöser Griff in die Manteltasche, ein Streichholz flammte auf, ein ohrenbetäubender Knall und die Decke flog in die Luft. Gierig sogen seine Lungen die frische Nachtluft ein. Das ist aber erheblich unter meinem Niveau. Taxi! Zum Flugplatz. Halten Sie an. Warum hält er denn? Fahr mal links ran. Was, er hat euch abgehängt? Dann fahrt jetzt zum Flugplatz, da wird er Sie bestimmt treffen. Ich komme auch hin. Mein Gott, nun sei nicht so nervös, er wird schon noch kommen. Ich sehe uns ja noch nicht abfliegen. Die Polente wartet doch bestimmt schon auf uns. Die gucken bloß auf die Namen. Die wissen ja nicht, wie wir aussehen. Und Hallett bringt ja neue Pässe für uns mit. Aber ich bin sie wieder losgeworden. Hier, Ihre Pässe. Nehmen Sie die nächste Maschine, aber keine britische. Die könnte zurückgerufen werden. In 5 Minuten geht eine arabische. Die werden wir gerade noch erwischen. Augenblick noch. Der anglo-amerikanische Flottenvertrag. Einzelheiten über die 9 Stützpunkte. Abflug Arabian Airways 216 nach Beirut. Die Passagiere werden gebeten, sich zum Ausgang A zu begeben. Alle Passagiere gebucht für den Flug 216 nach Beirut, bitte durch Ausgang A. Wir
Wir bitten nochmals alle Passagiere, gebucht nach Beirut, sich unverzüglich durch Ausgang A zur Maschine zu begeben. Dies ist Ihr letzter Aufruf. Dürfen wir Sie unter unsere Fittiche nehmen, Sir Charles? Ich darf dann mal bitten, ja? Was wird nun aus ihm? Je nachdem, wie er mitgespielt hat. Und wenn er nicht verantwortlich zu machen ist? Nun ja, dann hat er auch nichts zu befürchten. Und was hat Freund Jason jetzt vor? Ich glaube, ich kriege gerade noch meine Maschine nach Jamaika. Da werde ich mich ein paar Tage in die Sonne legen und das nächste Kapitel schreiben. Denn was du mir da angeboten hast, nein, damit kann ich nicht anfangen. Musik.